nicht viel über das kann. Das frage ich mal. Wie war Caretaker, als sie jünger war? Es fällt schwer, das jetzt zu glauben, aber Sarah war nicht immer so unerschütterlich widerspenstig. In unseren jüngeren Tagen war sie viel gewillter, der Welt zur Rettung zu eilen und unseren jungen Verbündeten der Suns damit gar nicht so unähnlich. Das klingt nicht nach Caretaker, wie wir sie kennen und lieben. Na, überhaupt nicht. Denk daran, Hunter. Sarah hat hier viele Verluste erlitten. Jeden verloren, der ihr lieb und teuer war. Ich denke, sie hat es sich zumindest verdient, dagegen zu reden. Sie ist eine sehr starke Frau. Ich weiß nicht, ob ich das an ihrer Stelle auch so ertragen hätte. Eine Frau, die muss man immer permanent, jedes Mal, wenn ich mit dir eine Unterhaltung führen muss, am Arsch geht. Aber sonst ist alles okay. Cool, cool, cool. So, Wanda, du kannst scheißen gehen. Na, ganz ehrlich, du kannst beinahe scheißen gehen. Da müsste extra treffen, bis das jenes und die scheißt drauf. Die scheißt einfach beinahe drauf. Aber zeig mal her, mal wieder die gute Farbe hier. Zeig mal her. Was gibt's denn da schon wieder Neues? Also, muss ich, ja, dann klicken wir wieder drauf. Hatten wir schon mal Besseres. Da hatten wir definitiv schon Besseres. Na gut, gehen wir schnorchen und dann endlich Handlungsmission und Gamerlogen. Gamer. Und ich hoffe, dass du jetzt dann auch mal einen Superlink mitteilen willst. Weil wir haben da noch das ein oder andere Gespräch in Hoffen. Normalerweise das mit Spidey sollten wir eigentlich erledigt haben. Wir sollten eigentlich schon in der nächsten Stufe sein mit Spidey. Na schau jetzt. Geht ja eh. Soweit ich weiß, haben wir jetzt sogar die ein oder andere neue Herausforderung offen. Oh, gerade die mit Spidey, glaube ich, gell? Ja, werden wir schauen müssen. Schauen wir mal. Ich habe mich sicher verhört, Logan. Aber es klang, als würdest du um Hilfe bitten. Es sollte nicht zur Gewohnheit werden, aber ich dachte mir, ich sollte mich an jemanden wenden, dem ich vertraue. Wobei, um alles in der Welt könnte ich dir helfen. Ich sehe, wie Robbie mit diesem Ding Stunden vergeudet. Und ich verstehe es nicht. Es ist komplexer als die fortschrittlichste Shi'ar-Technologie. Alter, das erinnert mich so dermaßen. Musst du vorstellen, so richtig Opa, Oma kaufen dir, müssen dir eine Konsole kaufen oder irgendwas. Ja, dann tun wir mal, so kompliziert kann das nicht sein. Das ist als Kinderspielzeug gedacht. So kompliziert kann es nicht sein. Sollte man annehmen, oder? Aber dieses Ding ist kniffliger als die Fallen in Charles Xaviers Danger Room. Ich drücke einfach diesen Knopf und gucke, was passiert. Nun, so viel dazu. Also, was machst du so, wenn du Spaß haben willst? Stille Konversation zu schätzen. Boah, das ist... Geht mal gar nicht. Ich jage und schlafe. Mein Leben besteht aus Jagen und Schlafen. Das ist alles. Ich habe keine Zeit für Spaß. Tja, das ist eine verdammte Schande. Ein Leben ohne Spaß ist nicht lebenswert. Ich war erst lebendig, als Caretaker mich zurückholte, um Lilith aufzuhalten. Du musst wohl immer das letzte Wort haben. Ich habe gehört, in diesem Spiel hier gibt es durchgeknallte, tanzende Pilze. Könnte lustig werden. Aber das Ding will wohl nicht funktionieren. Also, was hast du jetzt vor? Es gab eine Zeit, in der ich eine Kralle ausgefahren und dieses Ding müllreif geschlitzt hätte. Aber jetzt nicht mehr? Dank dir denke ich dieser Tage positiv, Hunter. Also werde ich Robbie oder Peter auftreiben? Dann fahre ich eine Kralle aus und zwinge sie, mir zu zeigen, wie ich das Ding einschalte. Ich überlege gerade, was das für ein Easter Egg hätte sein können. Ja, auf Anhieb würde mir jetzt gerade wegen Pilze, ja, so Super Mario jetzt einfallen, aber das kann es jetzt nicht sein. Hast du Geschwister? Nein. Wieso fragst du? Ich kann mir ein Aufwachsen als Einzelkind nicht vorstellen. Ich hatte immer Pietro.
Das ist dein Bruder? Mein Zwilling, ja. Und wer ist der Böse? Es muss schwer sein, von ihm getrennt zu sein. Ist es. So sehr ich Nico und Magic liebe, niemand kennt mich besser als mein Bruder. Das ist das Schöne daran, ein Zwilling zu sein. Vom Moment der Geburt an hat man einen eingebauten besten Freund. Ihr zwei habt nie gestritten? Natürlich haben wir das. Denke mal. Allerdings ist er super schnell und ist immer weggeflitzt, wenn er im Unrecht war. Das hat die Schadenfreude erschwert. Wieso ist er nicht hier? Wer weiß. Ich habe eine Weile nichts von ihm gehört. Aber ich weiß, dass es ihm gut geht. Zwillingstelepathie und so. Du kannst seine Gedanken lesen? Nein, aber ich kann ihn irgendwie spüren. Schwer zu erklären, aber glaub mir, Pietro ist okay. Ich hoffe, du hörst bald von ihm. Ich auch. Für jemanden, der so schnell ist, antwortet er echt langsam. Oh, ich würde so feiern. Ich würde so feiern, wenn er einer von den Mittelzans werden könnte. Boah, das wär's. Das wär's, das wär's. Das wär's so genial. Eher einer von den Mittelzans. Uff. Gib mir uff. Eine Sekunde. Okay, was ist los? Ja, mach mal auf der Diet. Schon wieder nix. Episches. Legendär. Zugwerfen? Ja, Zugwerfen nehmen wir und. Ja, ein bisschen was für Hunter. Können wir dann nicht dann wieder verkaufen, aber ist eh wieder wurscht. Schmiede! Let's go! Das ist schon das letzte? Achso, da, das ist für Ian! Weil es gibt irgendwelche Erweiterungen, gibt's da noch. Wahrscheinlich, die kommen dann mit Hulk. Jetzt bin ich gespannt. Zeig hier. Allein schon der Anzug. Da muss ja legendär werden. Hallo, Spidey-Anzug. Digga, hat mich bis jetzt alles nur enttäuscht. In Midnight-Sans hat mich jeder Anzug bis jetzt enttäuscht. So. Manöver, das. Mach mal einfach den hier. So, das ist mein Arsch. Damit würde ich mal beginnen. Damit wir so ungefähr so da mal Pi was hätten. Okay, so kann ich mal niemanden angreifen. Das ist Arsch. Wieso genau in die Richtung? What the fuck? Aha. Ja, wir müssen sich sowieso mal ausprobieren. Ausprobieren müssen wir sich sowieso. Ja. Ja. Vielleicht hätte ich das auch gleich so als Double Decker machen sollen, gleich für den Anfang. Würde ich jetzt einmal eher sagen, ja. Ich sehe schon. Normalerweise so ein Double Decker. Ja, das war schon mal ein Fehler. Ja. Haben wir gedacht gehabt, okay, machst du mal dies, das, jenes. Aber er kann sich relativ viel bewegen. Na gut, auf ein neues. Achso, ja. Wir sollten vielleicht das eine oder andere aktivieren. Ja. Ich sag mal ja dazu. Mach mal den hier. Wird wenigstens der Meier gehen. Oh, da würden wir sich wahrscheinlich sparen. Hoffe ich mal definitiv zumindest. Kann man auch machen, ja. Bin aber gespannt, was für eine Richtung das wieder mal alles gehen soll. Ja. Ist auch gut. Kann man noch machen. So, dann mal den Haverer. Ah,
Ah, das vergieße ich gerade. Ja. Es muss mit einem K.O. verbunden. Achso, ja, voll. Geht ja eh. Die Reichweite ist ja in dem Fall scheißegal. Die Reichweite in dem Fall ist sowas von scheißegal. Soll's ja ausgehen. Sollte sich jetzt... Ja, genau. Sehr gut. Geht ja eh. Zeig her die Spezialkraft. Zeig her. Okay. Die nächsten drei Karten. Ach, ihr war's ja nicht. Die nächsten drei Karten. Schwierig. Das müssen dann schon richtig gute Karten sein. Aber ist eine gute Strategie. Gerade wenn so ein bisschen so Spidey dann Ass im Ärmel ist. Ja, fühle ich definitiv. Aber ich bin gespannt auf den Anzug. Ich bin definitiv gespannt auf den Anzug. Zack her. Er muss den Anzug begutachten. Zeig her. Bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wenigstens ein guter Anzug. Es ist eh scheißegal. Sag mal nur ganz kurz die Farben her. Oh, ja, flüssig, ja. Kann man mal machen. Ja. Oh ja, ist gar nicht so schlecht. Man braucht vielleicht noch ein bisschen, aber er ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung, der Anzug. Bist du bereit für mehr? Na, definitiv nicht. Zu wenige Sensen.